So, denke mal, ich kann jetzt. Intro ist ja vorbei. Servus. Ja, das ist wieder mal eine Sondersendung. Force hatte die Idee. Ja. Top oder Flop Spezial Tombi 2. Ja, und eine Sache kurz eben vorweg. Ich möchte mich entschuldigen, dass das Intro in dreifacher Ausfertigung sozusagen rübergekommen ist. Es ist so, es ist zwar über Emulator, aber das Originalspiel. Aber Emulator und Spiel vertragen sich so in der Hinsicht nicht gerade gut. Das liegt auch total am Emulator. Sagen wir es mal so. Ja. Also von daher, es liegt jetzt... Nee, das wollte ich nicht spielen. Und da sieht man. Ich mach mal lieber ein neues Spiel, bevor das Ganze noch ausartet. Ja, das Spiel ist eines auch einer meiner Kindheitserinnerungen. Ich habe das nämlich sehr oft gerne gespielt. Allein schon wegen dem, ja, ich will es mal so sagen, teilweise witzigen Humor, aber auch zum anderen der Grafik und auch wegen dem Spiel Gameplay selber. Aber genießen erstmal Geschichte. Tombi lebt friedlich auf dem Land. Da findet Zippo einen geheimnisvollen Brief, der an Tombi adressiert ist. In dem Brief steht, dass Tombis alte Freundin Tabby verschwunden ist. Tombi kann nur noch daran denken, wo sie wohl sein mag. Ist sie entführt worden? Geht es ihr gut? Mit dem festen Entschluss, sie wiederzufinden, springt Tombi ins Meer. Und dann? Was ist los, Schmacki? Nichts. Klingt für mich nicht gerade... Ah, okay. Brust. Hm. Hast du mich erschreckt? Was machst du denn da im Wasser? Du erschreckst die Fische! Kein Wunder, dass sie nicht anbeißen. Hm. Riechst du auch Rauch? Warte hier, Tombi. Ich sehe mal nach. Ich überlege immer noch die ganze Zeit die Stimme von Zippo, also diese Fliege, die... Irgendwo habe ich die Synchronstimme davon schon mal gehört. Oh nein! Sie hat sich mal das Ferdi-Teil fixiert. Feuer! Auf was fixiert? Brüste. Könnt ihr mich mal kurz aufklären? Nein. Tombi, sieh doch, das Haus da brennt. Und es sieht aus, als wäre noch etwas im Haus. Ja, es hat gerade die Modellierung der Brüste gut vermerkt. Während der Katze. Das Unternehmen verbrennt alles. Ist doch wahr? Serax, du bist und bleibst ein Ferkel. Was denn? Was kann ich denn dafür, dass die Brüste so rund sind? Wir sind in einem fremden Land. Nimm dies hier, bevor wir losgehen. Es ist ein Abenteuertagebuch. Darin werden deine Taten festgehalten. Drücke 3, um es anzusehen. Wir sind in einem fremden Land. Ein Beeilung, sie müssen zum Brennen aus. Ja, jetzt wird halt praktisch erklärt, dass man den T-Turbo einsetzen kann, wenn man will. Aber das brauchen wir in der Hinsicht nicht.
Ja, wir können mit Tombi springen, wir können mit ihm auf die Schweine raufspringen. Wir können sie nehmen und rumwerfen. Im wahrsten Sinne des Wortes hier, ja. Daran kann man immer so rum. Ja, man kann auch die Eier in die Hand nehmen. Ja, das kann man auch. Also man kann sehr viel in diesem Spiel grapschen. Wo du recht hast, hast du recht. Weimar? Ich habe lediglich nur den ersten Teil von Tommy gespielt, auch nicht komplett durch. Ich habe leider den ersten Teil nie besessen. Das Einzige, was ich weiß, ist, ich habe das mal als Demo gehabt. 130? Ich glaube über 130 waren das. Irgendwann mal wusste ich nicht mehr, wo ich so ein Item finde und daran hat es halt dann immer gelegen. Okay. Erst kam ich aus diesem scheiß Fischerdorf nicht raus. Aber das ist mittlerweile ein Problem, das ich nur als Kind hatte. Also mittlerweile weiß ich nicht aus dem verfluchten Dorf. Ach, diese Scheiße, ich hasse sie. Komm mal her. Ihr kleines Vögelchen. Arme Küken wird hier vom Forster misshandelt. Ach, keine Sorge, die werden jetzt gleich was anderes erleben. Ey, guck mal, was denn was? Du drückst es an deinen Schoß ran. Du Ferkel. Nein, ich hab's nur in die Tasche gesteckt. Hui! In welche Tasche wohl? Offensichtlich. So, damit haben wir den Eimer. Damit können wir das Wasser transportieren. Ja, und das werden wir auch gleich brauchen. Aber da kommen wir gleich zu. So. In your face. So. Die Möwen, die wir gerade eben eingesammelt haben. Und ja, es sind Möwen. Sagen wir es mal so, Tierquälerei hier. Ist davor sie immer. Geht auf arme Küken und auf arme Vögel und Schweine los hier. Wenn das die Peter erfährt. Die Küken verhaue ich ja nicht, die Schweine kriegen aufs Maul. Die Küken krieg, ich weiß es nicht, wo du die reinsteckst. Vielleicht möchte ich das auch gar nicht wissen. So, die kann auch übrigens an, ja, an diese Kurbeln ranspringen. Ah! Wir können das aber komplett verkacken. Diese Kisten sind auch immer so ein Ding. Dazu brauchst du Schlüssel. Ja, das stimmt. In dem Falle bräuchte ich theoretisch gesehen, zumindest für die Kiste, jetzt den roten Schlüssel. Und ja, ich weiß, Hedy würde sich da jetzt einen Gaudi draus machen, ich kenne ihn. Da bräuchtest du eigentlich bloß deine Hose runterlassen, dann hast du einen roten Schlüssel. Schnauze! Arschgeigen hier. Es gibt ebenfalls auch Drohnen. Und auch ebenfalls Drohnen, da brauchst du keinen Schlüssel. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie in dem Teil auch so. Komm mal hier, du bist wie. Zirax? Ja. Man beachte die Haare des Protagonisten. Die sind nicht rot, die sind rosa. Die sind purpur. Allein das hätte Hedy wieder getriggert. Das würde mich nicht mal wundern. So, das, was ich übrigens eben eingesammelt habe, ist ein Zauberflügel. Die sind dafür da, dass man sich zu anderen Orten... Schnauze. Dass man sich zu anderen Orten teleportieren kann. Hier kann man zum Beispiel schön speichern. Warum man das für schöne doch mal hinein. Das Abenteuer-Tagebuch schreibt automatisch deine Erlebnisse auf. Es kann schreiben.
was du unterwegs gefunden hast, steht unter Gegenstände. Ereignisse stehen unter Ereignisse. Wer hätte das gedacht? Dein Zustand steht unter Status. Systeminformationen stehen unter Hilfe. Das Buch schreibt alles auf. Drücke, was aufzuschlagen, Dreieck. Ach ja, und Option findest du und Option. Für die Option. In jedem Gebiet gibt es Orte, an denen man vorwärts und rückwärts gehen kann. Wenn ein Pfeil über deinem Kopf erscheint, kannst du dich mit... Ja, in dem Fall ist es bei mir der Analogstick nach oben oder unten bewegen. Wenn du dich unterhältst, benutze oben oder unten dazu Kreis. Hier noch ein kleiner Tipp. Der Tier-Turbo zum schnellen Rennen ist Quadrat und links oder rechts. Nicht vergessen. Schöne Optionen, die nur aus Musik und Sound bestehen. Das war's. Zwar nicht verstanden, was du gesagt hast, Schmack, aber okay. Warum ich diese Fässer übrigens umdrehe, das erfahrt ihr noch. Damit es nicht reinregnet. Rote Schlüssel. Es hat eine andere Bedeutung. Roter Schlüssel. Leute, ich habe das nicht gemacht, damit ihr euch solche Späße jetzt gerade rausmacht. Du hast jetzt Wasser. Prima! Ein Eimer! Mach schnell, beeil dich mit dem Wassereimer! Das ist nass. Ja, das der Alte sagt nicht selber, Mann, ist der total verblödet. Ein Meter von ihm entfernt ist eine Pfütze. Wähle benutzen im Gegenstände-Menü des Abenteuer-Tagebuchs. Du kannst ihn entweder benutzen oder weitergeben. Der Alte sagt, könnte zumindest versuchen, sein Feuer auszupiepen. Wartet mal, was jetzt passiert. Kriegst der Alte, Mann. Nee, aber langsam. Versuchst du, das Feuer zu löschen? Lass das mal jemand Großes machen. Na gut. Nimm das. Das reicht nicht. Oh nein, da brauchen wir noch mehr Wasser. Unten ist ja bloß eine Pfütze. Wir brauchen noch einen Eimer Wasser. Dann hol dir das Wasser, du alter Sackbuchleder. Das Gute ist, dass der Eimer schon in der Hinsicht ausgerüstet ist. Das heißt also, wir brauchen das im Prinzip nicht machen. Wir können schon gleich das Wasser holen. Also was in Top und Flop definitiv mal rein muss, ist Tombi 1. Allein die Früchte, wo man sich dranhängt, ist zum Schießen. Schnell! Du brauchst eine Abkühlung. Gut gemacht, Tombi. Es ist aus. Der alte Mann ist zu blöd, seinen scheiß Krebs zu retten. Holt es auch. Na, zum Glück ist der Krebs gerettet. Einen Moment hab ich mir Sorgen gemacht. Wie heißt ihr? Ich hab euch hier noch nie gesehen. Ich heiße Zippo und das ist mein Freund Tombi. Wir sind eigentlich auf der Suche nach der Bergwerkstatt.
Die Bergwerksstadt. Vom Windmühlenschuppen aus müsstet ihr sie finden können. Überquert einfach die Netzbrücke im nächsten Tal. Dann seht ihr den großen Wasserfall. Der Himmel. Wins Windmühlenschuppen liegt dahinter. Win? Er ist der beste Bootsbauer hier. Außerdem passt er auf den Windmühlenschuppen auf. Ach, übrigens, wenn ihr sowieso zu Wins Windmühlenschuppen geht, könntet ihr ihm den geretteten Krebs geben. Krebs einfach mal in der Tasche haben. Läuft! Dem Tierturbo rüber. Hey Jungs, wollt ihr rüber? Ihr solltet den Fischer Ark fragen. Er müsste in der Hütte am Ende der Straße sein. Aber... Tombi, sieh nur, der Maschine fehlt ein Teil. Sieht aus wie ein sternförmiges Rad. Ja, Ark ärgert das ziemlich. Könnt ihr es ihm geben, wenn ihr es findet? Dann könnten wir auch die Netzbrücke wieder heben. Zum Glück haben wir das sternförmige Rad schon eingesammelt. Von daher... Frag mich eigentlich, was nicht hier auf der Insel kaputt ist. Die kloppen nicht aber halb so oft und so stark wie der voraus. Ich kann mich jetzt nicht unterhalten. Ich suche das sternförmige Rad, das an der Brücke fehlt. Mal sehen. Auf dem Weg zum Trockennetz hatte ich es noch. Aber danach hab ich es nicht mehr gesehen. Ihr habt es? Toll. Dann kann ich endlich die Brücke hochziehen. Manchmal gibt es auch Situationen, wo keine Sprachausgabe vorhanden ist. Aber das passiert eher selten. Los geht's! Drückt mir die Daumen! Ja, gleich! Geschafft! Hört sich an, als würde er gleich erstmal ordentlich einen drauf abkacken, ne? Macht er auch, während die Sequenz läuft. Okay, sie ist oben. Zieh sie hoch. Auch abgehakt. Jetzt könnt ihr rüber, aber achtet auf die goldenen Krebse. Wenn ihr ihnen zu nahe kommt, beißen sie. Außer ihr habt einen Krebskorb. Fiese Viecher, was? Und denkt dran, Eimer sind für Wasser, Körbe für Krebse. Nicht verwechseln. Ein Krebskorb? Genau, ein Krebskorb. Ich glaube, ich habe gerade vorhin ein fliegendes Schwein mit einem gesehen. Na gut, dann besorgen wir zuerst mal einen Krebskorb. Und... Also hätten wir den goldenen Krebs nicht retten müssen. Bald noch mehr goldene Krebse. Lächerlich! So. Damit haben wir jetzt schon mal die zweite Waffe. Du kriegst aufs Maul. Habe ich da eine Tiere aufgefallen? Was? Irgendwie... Ja, hast du Cerax? Okay, dann habe ich richtig gehört. Perfekt. Ich frage mich, was das für ein Krach war. Mal nachsehen. Anscheinend wird das Wasser von der Brücke gelassen.
wenn man alle Fassbecken bedient. Sieh nur, da liegt was am Fuß der Brücke, das jemand verloren hat. Darauf bin ich nämlich, es ist auch nicht so lange her, da bin ich erst vor einiger Zeit drauf gestoßen. Wir holen es uns. Das wusste ich nämlich vorher nicht. Wenn man diese Fässer nämlich in eine Farbe bringt, egal ob jetzt in Blau oder in Rot. Natürlich nur mit der Farbe, die nach oben zeigt. Wenn man die halt sozusagen nimmt, also wenn man das macht, dann macht man das. Alter, komm nicht ran. Rennt der von links nach rechts? Das, ja, jetzt hat's aufgehört. Diese Y-Taste ist echt für den Arsch gerade, ganz ehrlich. Ah, nein, nein! Ah, fuck! Und da sieht man's mal wieder. Forst, es gibt eine Y-Taste auf der PSX. Was gibt es? Das ist gerade was von Y-Taste gesagt. Ja. Ich habe ja aber auch gesagt, dass ich das per Emulator mache, aber das ist ja das Originalspiel ist. Also von daher ist es eh egal. Ernsthaft? Ist vom Bewegungsmuster ähnlich wie Pandemonium aufgebaut. Zwar 3D, aber von links nach rechts. Es ist nicht nur von links nach rechts. Es ist auch von oben nach unten. Jetzt habe ich endlich das, was ich haben wollte. Dankeschön, Spiel. Jedenfalls ist es ähnlich wie Pandemonium abgebaut. Bei den Juwelen muss ich immer an Kopf denken. Wenn ich an Kopf denke, ich weiß es nicht, da kriege ich immer ein bisschen Schauder. Warum wohl? Das stimmt schon so ein bisschen. Jetzt fängt es wieder an zu laggen gerade, das ist scheiße. Echt? Ich dachte, ja. Zu ach stimmt, ich hab den Krebskopf vergessen. War ja was. Und das ist niemand war hier. Ich glaube, den habe ich tatsächlich eben vergessen mit einzusammeln. Moment. Einen kurz nach. Ja, ich habe ihn tatsächlich vergessen. Der Krebskopf. So, jetzt komme ich aber hier rüber. Das ist der volle Kabel. Ja. So, die Krebse, die brauchen wir auch gleich. Das gibt nämlich ein schönes... Krebskopf, wie? Goldene Krebse, die brauchen wir halt gleich für etwas Besonderes, sagen wir es mal so. Goldene Krebscurry, lecker. Nein, die sind nicht zum Essen gedacht. Für was dann? Wirst du gleich sehen. Wirst du gleich sehen, wofür die gedacht sind. Um sie sich in die Hose breiten. Toll, ihr habt es geschafft. Danke, jetzt geht's wieder. Das hier habe ich schon sehr lange. Nehmt es als Dankeschön. Oh, hat das seine Angelrute eigentlich? Wenn du diesen Kleinern springst, schwebst du zu Boden. Versuch's mal. Hä? Hey! Der Angelhaken ist weg. Er muss abgefallen sein, als die Schnur hängen blieb. Er macht einen neuen dran, du Idiot. Das darf doch nicht sein. Das war ein Geschenk, mein goldener Angelhaken. Ja, Dude, ich hab ihn. Was? Ihr habt ihn gefunden? Vielen Dank.
Fundbüro. Bitte. Wow, ich stehe in eurer Schuld. Bitte nehmt dies als Dank. Nixenschuppe. What? Die Nixenschuppe. Oh, eine Nixenschuppe? Super, Tommy. Damit verliert man keine Kraft, selbst wenn man ins Wasser fällt. Dies ist hier wohl doch keine gute Angelstelle. Ich denke, ich suche mir eine andere Stelle. Das ist jetzt eine geile Sache gerade gewesen, weil das mit der Schuppe wusste ich gar nicht mehr. Da brauchst du einen Anti-Schuppenstampfer. Seht und staunet gleich. Oh, cool. Seht und staunet. Jetzt könnt ihr mal erleben, was passiert, wofür wir diese Krebse brauchen. Entschuldigung, Win, aber was machen Sie denn eigentlich damit? Schaut zu! Es ist eine einzigartige Erfindung! Achtung! Fertig! Los! Das ist eine Krebsmisshandlungsmaschine. What the fuck? Bestimmt Wolfs PC, Wolfs alter PC. Was war das denn? Oh, wow! 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 Oh, das ist die beste Abrissmethode, die ich je gesehen habe. Es klappt! Es klappt! Jetzt haben wir endlich eine Abkürzung zur nächsten Stadt. Ich verstehe es zwar nicht, aber das war ein ziemlich cooler Trick. Cool? Es war fantastisch. Der Propeller fräst tatsächlich Stufen in den Stein. Du bist echt ein Genie, Win. Oh, Entschuldigung. Und wo wollt ihr hin? Also wenn das der nächste... Wir wollen zur Bergwerkstatt. Zur Bergwerkstatt? Da nehmt einfach diese Treppe, ist eine Abkürzung. Könnt froh sein, jemand so Schlaues getroffen zu haben, was? Aber seid vorsichtig dort. Es liegt ein böser Schweinezauber auf der Gegend. Ich habe gehört, wie ein paar Bergarbeiter von Kappers oder so erzählt haben. Kappa anstatt Kappers, ne? Nur mal so nebenbei. Naja, ich gehe mal zu Ark. Mit meiner neuen Erfindung angeben. Bitte. Moment mal, diese Stimme. Hallo Keinen, lange nicht mehr gesehen, doch wiedererkannt. Da kommt ihr ja gerade noch rechtzeitig. Ich habe überall nach euch gesucht, um mich für das Löschen zu bedanken. Diesen roten Schlüssel könnt ihr bestimmt mal gebrauchen. Ja, das ist meine Tür, das ist mein Schlüssel für meine rote Barontür. Rote, rote Schlüssel. Er kann alle roten Schatztruhen öffnen, die hier so rumstehen. Schatztruhen? Aber der rote Schlüssel öffnet nur rote Truhen. Die Kisten gehen immer nur mit Schlüsseln auf, die die gleiche Farbe haben wie sie.
Ich habe nur einen roten. Die anderen müsst ihr also noch finden. Vielen Dank. Gern geschehen. Bis bald. Ho, 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 ho. Nein, allein schon für diese Art und Weise vom Spiel. Ich liebe das einfach. Ach, als ich das als ich das erste Mal, jetzt ohne Scheiß, als ich das erste Mal das gesehen habe, dass dieser Propeller diese Stufe in den Stein gefressen hat. Ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Dann ist der Force auch wortwörtlich wie der Propeller die Decke gegangen. Ja. Das kann man wirklich so sagen. Ich habe das so genossen, das war einfach so geil. Ja, dann steifen wegkommen. Nein. Also war es doch nicht geil. Junge, sehr Alexander, ja, leg mal die Tatsache, Mensch. Junge! Diese Dinger hier übrigens hier, die man gerade sehen kann, das sind die Kappas, von denen Vin gesprochen hatte. Nur so nebenbei, am Anfang ist es so, dass die Speicherpunkte ja nicht allzu häufig kommen. Sehe ich schon wieder Brüste. Du kannst auch nur an eines denken, ne? Ja, aber wenn der hier voll die Nippel zeigt, der braucht ja schon bald ein BH. Junge! Wow, das war knapp. Der Force ist so eiskalt und holt sich den Eis. lol. Kann es sein, dass Tombi 2 wesentlich leichter ist als sein Vorgänger? Nein. Wirklich. Ich hab die Sau abgekühlt. Ich hab das Ding nicht berührt. Aber was ich jetzt gerade echt gut brauchen könnte, ist Energie. Und zwar schnell. Ja, dann trinkt ein Energy Drink. Der war nicht schlecht mit mir, Energy Drink, ey. Hui, ich kann schweben! Aus dem Weg! Du Schwein. Hauptsache ich lebe wieder. Lol. Was macht ja alles kaputt. Muss ich auch teilweise. Gott, noch einer. Aber diesmal hat er rote Brusthaare. Das war so klar, ey. Wieso war mir das so klar? Vielleicht weil du Gedächtnis hast und dich daran erinnern kannst an das letzte Mal. Und anderer Brustwarzior da war. Du bist so ein Arsch, weißt du das? Du bist so ein Arsch. Ich. Zur Information übrigens so nebenbei, ne? Ich darf nicht nach unten fallen. Wenn ich komplett nach unten falle, in die Lava, bin ich nämlich instant weg vom Fenster. Oh, mach mal. Mach ich mit Sicherheit nicht, Serax. Noch nicht geisteskrank. Und er lebt noch?
jetzt nicht mehr. Langsam fange ich gerade an, diese Hose zu hassen. Dann zieh sie aus, dann lauf ich nackt zurück. Das ist so ein Leuchten gibt, wenn er die Hose aus. Dann kann das sich bestimmt auch im Dunkeln einen runter oder irgendwie. Das ist ja mal so typisch, der Rätsel. Die Bananen, die dürfen nicht fehlen. Die Saft. Ein ganzes Bündel in der Hand. Ich glaube, mir ist das noch lustiger. Noch lustiger? Das muss ich mich aber auch nicht anstrengen. Was hat die Leiste unten links zu tun, wenn man die greift? Das habe ich schon beim ersten Teil nicht gedacht. Welche Leiste? Wenn du die krabst, die Gegner. Ach so, du meinst die untere Leiste, die links, die unten links war. Ah, was die bedeutet, werde ich nicht sagen. Ich weiß, was sie bewirkt. Es sei, nur, das auch das Spiel ist. Es sei nur so viel gesagt, Serax. Die kann später sehr nützlich sein. Mehr sag ich dazu nicht. Oh meine Güte, ich bin irritiert. Und dann hat er noch so ein Pimmelzinken. Oh nein, du musst sogar mit ihm reden. Dank euch können wir wieder nach Hause. Danke. Stauze jetzt, Serax. Und du auch, Schmacki. Wir haben nicht viel zu bieten. Aber bitte bleibt so lange ihr wollt. Hi, Gran. Lang nicht gesehen. Ja, hallo, Zippo. Wie geht's? Mir geht's gut. Ah ja, aber die Maschinen in der Stadt sind doch kaputt. Wir müssen die Kappa besiegen. Mist, kommen wir noch zu Tabby? Das ist ein waschechter Wikinger. Das ist ein Bergarbeiter, du Affe. Mit Wikingerhörner. Wisst ihr Leute, in gewisser Weise habe ich richtig gerade überzockt, Serax umzubringen. In jederlei Hinsicht. Nennt man das dann pädophile Sodomie? Was, Serax, du gehst jetzt aber ein bisschen gerade zu weit, ey. Alter. Alter. Jetzt kann ich drehen. Stimmt, wo ich gerade schon mal hier bin. Da muss ich doch eigentlich schon haben, oder? Ich glaube, da musst du einen langen Barsch reinschieben. So, da hat so eine Kiste. Das erinnert mich irgendwie an den Abenteuer. An den Super Abenteuer. Schnell wieder zu den Möwen. Die Sau nochmal in meine geklatscht, ey. Gibt doch nichts Schöneres als Schweine klatschen. Da hat er Force Erfahrung. Und damit habe ich jetzt mehr Energie. Mehr Energie!
Die Mutter schaut schon ganz verstört. Schon fett geworden. So. Hier sind wir jetzt im Prinzip durch. Mit dem Lo. Lol, wie habe ich denn den jetzt gerade? WTF. Oh, das kann zaubern. Wie habe ich das? Der hat sich gerade von selber irgendwie gerade gekillt. Lol. Und ja, Yashmaki, der kein Wunder. Yashmaki, wie habe ich das? Das frage ich mich gerade. Gut, dass ich jetzt keine Energie mehr verliere, wenn ich ins Wasser fliege. Hat seine Vorteile. Das heißt, er kann länger. Überleben. Genau. Rex wollte doch eigentlich was ganz anderes sagen, so wie ich ihn kenne. Ich hoffe, dass der versaut ist, denke ich. Ich kenne dich doch sehr, du bist auch immer versaut. Immer? Ja, immer. Nein. Doch. Erster Seerax. Wer kommt denn hier mit dem schweinischen Gameplay an? Alleine schweinischen Gameplay? Kann ich das dafür, dass du immer alles so siehst, wie du es gerne sehen willst? Ja, guck dir mal die Schweine an in deinem Spiel. Die werden immerhin verkloppt. Ja, du gibst da so ordentlich Zucker. Schweine rein. Jetzt aber nochmal. Force ist eine alte Sau. Oh, da ist die Eichel am Brennen. Okay, der war gut. Oh, der gute Brennstoff. Gott, ich kann nicht mehr WTF. Seriöses Top oder Flop kann man hier nennen, sich natürlich vergessen, ey. Also so seriös war Top oder Flop schon lange. Aber so schweinisch auch dann. Komm, es gab schon seriöse Punkte. In Top oder Flop. Punkte in Flensburg. Ja, aber du musst auch sagen, dass das Spiel nur 1000 Vorlagen gibt. Die Maschine in der Stadt laufen. Danke fürs Beseitigen der Kappa. Jetzt müssten alle Türen in der Stadt offen sein. Tombi, schnell, auf zu Tabby. Geradeaus die zwei Treppen rauf, dann durch die rote Tür. Eigentlich muss ich ja auch wieder in die Stadt. Jetzt irgendein Kommentar von irgend euch beiden Dumpfbackenhörer bezüglich rote Tür. Hau ich euch die Köpfe ein. Da geht der Wikinger ins Loch. Junge! Eddie würde den Kopf draufkriegen. Das würde mich bei ihm nicht mal wundern. Ah, wie im letzten Teil kannst du dich in Dörfern frei bewegen. Ja. Aber kannst nicht springen. Ja, das konntest du im ersten Teil auch nicht. Nur bedingt. Ich verstehe diesen Schaffenstrieb einfach nicht. Ich habe zuerst Schaft gelesen. Dafür brauche ich wohl einen Tonspachtel. Mag er sein. Letzten Tausend. Lustige Nase. Den ich gemacht habe, hat der Kumpel im Haus gegenüber.
Kohlspachtel verloren. Witzige Nase. Witzige Nase hat er. Kann man bestimmt gut dran ziehen. Und der reibt seine Nase da. Was meinst du? Ein toller Topf, oder? Ein Meistertöpfer. Aus der Stadt hat ihn mir vor langer Zeit gemacht. Da, und dazu muss man seine Nase daran machen. Oh, dieser Glanz und die Form. Er ist toll. Ups. Ich muss weiterarbeiten. Gut, dass es ein Topf ist. Ach du Scheiße. Nicht anfassen. Nicht anfassen. In deinem Fußbad das recht nicht. Es gibt eine Abfrage schon die Vorlage. Ups. Oh, wir haben sie kaputt gemacht. Gefällt mir nicht, Tommy. Ich weiß nicht. Was war das denn? Oh, oh nein. Mein schöner Topf. Ich habe ihn so gemocht. Ah. Dann heirate ihn doch. Und zeig nicht deinen Arsch. Es war keine Absicht. Ist ja gut. Alles geht irgendwann mal kaputt. Ist gut, wenn ich nicht zu viel... Ist gut, wenn es nicht zu viel verlangt ist, kannst du mir beim Aufheben helfen. Ich ertrage den Anblick nicht. Vielleicht lassen wir es lieber liegen. Oh. Ich liebe das Spiel einfach dafür. Alles in Oberkörper frei, ist das hier der Schwulen? Junge! Was? Ich weiß, er war im Topf. Ich kann mir gut vorstellen, wie sie alle abdancen zu dieser... Prima, jetzt kann ich einen neuen Topf machen. Oh, ich habe was Wichtiges vergessen. Ich habe keinen kostbaren Ton mehr. Oh, mein Fehler. Manchmal gewinnt man Ton, indem man Dreckklumpen in der Waschmaschine wäscht. What the fuck? Hi. Seht mal, mit diesen Bomben können wir alles sprengen. Weil sie so gefährlich sind, lagern wir sie hinten bei den Rohren. Die Tür geht nur mit einem Hammer auf. Wir holen jetzt die Bomben, die haben bestimmt nur zwei. Wo schaut er hin? Ich will wieder Bahn fahren. Dieser Lustweich. Lol. Die Möwen in der Stadt der Fischer bekommen ihre Farben als Küken. Spielen und ich gerade wieder lägen würde, wäre das so schön. Wirklich jeder ist oberkörperfrei, das ist stark irritierend. Füll es mit Sand. Das ist im Prinzip auch nicht so schwierig. Lol, während ich laufe, kriege ich das Teil. Läuft. Ah, geile Bergarbeit. Der Axel ist definitiv nicht mehr alle Tassen beieinander. Das
das will was heißen. Das muss man übrigens, das habe ich auch vergessen gerade zu erwähnen, das muss man insgesamt dreimal machen. Gibt's ja eigentlich keine Frau. Was hier Frauen gibt? In dem Dorf. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ganzes Dorf voller Homo. Das ist eine Schwulvereinigung. Lass das mal nicht zuzuhören, ne? Ich mach doch nur Spaß. Lol, das hat doch gezählt? Lol. Ja, das hat doch gezählt. Das Loch ist jetzt voll. Also du hast, du bist jetzt in einem schwulen Bergarbeiter dort und musst dir ein Loch stoppen. So, so. Junge! Das soll ich irgendwie bleiben. Alter, ist das hier Tavis Haus oder ist es da drüben mit der roten Tür? Kein Kommentar jetzt. Ich warne euch beide. Die Welt ist klein. Vergessen. Das muss ich schnell erledigen. Entschuldigt, aber mir fällt gerade ein, dass ich was Dringendes zu tun habe. Danke für deine Hilfe, Gran. Kein Problem, Zippo. Diese Maschine wäscht den Dreck von Dingen ab. Ihr könnt sie jederzeit benutzen. Man weiß nie, was für Schätze man so findet. Also wenn man sich dreckig fühlt, kann man einfach da reingehen. Ich brauch sie doch mal zu den Typen und stopf sie da rein. Die, sind, die fühlen sich bestimmt am dreckigsten. Zippo, Tombi, was macht ihr denn hier? Das sollten wir dich fragen. Immerhin haben wir dich in einem Dreckklumpen gefunden. Dreck? Oh, ja. Ich bin in den Schlamm gefallen. Den wollte ich abwaschen gehen. Aber als ich hier ankam, war er getrocknet. Und ich war gefangen. Und so wurdest du zum Dreckklumpen? Na, alles klar. Das verflixte Ding muss doch irgendwo sein. Was fehlt dir denn? Lol. Ich finde meinen Hammer nicht. Deinen was? Weißt du nicht, was ein Hammer ist? Ein Hammer! Oh, ein Hammer. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? Wenn ich das wüsste, würde ich ihn ja nicht suchen. Hilf mir doch jemand, ihn zu finden. Wenn Gran merkt, dass ich den Hammer schon wieder verloren habe, feuert er mich. Es tut mir leid, Tommy. Wir sollten ihm helfen. You're fired. Okay, keine Sorge. Ich finde ihn auf jeden Fall. Das ist, by the way, eines meiner Lieblingsaufgaben. Er ist immer so impulsiv. Erinnere dich mal, wann hast du ihn zuletzt gesehen? Hm, mal sehen. Bei der Arbeit an der Bahn habe ich ihn, glaube ich, zuletzt benutzt. Hammer so. Das wird eine hammergeile Fete werden. Ah, aber ich fahr lieber Mercedes. Das machen wir noch mal eben schnell. Ist leicht humid. Es ist ganz leicht. Eine Legierung. Weiß tja, und ich weiß auch genau, wo wir jetzt hin müssen. Ich glaube, dieser Junge ist hier am falschen Ort. Ich weiß nicht, was die Kerle mit dem Jungen machen.
Und ich glaube, ich will's nicht. Alter, Serax. Oh Scheiße, da wollte ich gar nicht rein. Selbst hier ist ein Kern. Boah, jetzt habe ich Hunger. Es ist gruselig, dass der Forster hier in dem Dorf hungert. Sogar sehr gruselig. Jetzt dürfte es gleich richtig lustig und interessant werden. Der Hammer! Mole wird sich freuen, dass wir ihn haben. Wie du schon so grinst im Hintergrund. Der steht bestimmt auf lange Dinger. Wo seid ihr denn abgeblieben? Was meinst du denn? Du bist doch abgehauen. Was ist denn los? Der schiebt bestimmt seine Lok in den nächsten Tunnel rein. Wenn du nicht aufpasst. Du meinst Gran? Genau. Er hat Tubby gesehen. Tombi, schnell! Wir geben Mole seinen Hammer, damit wir zu Gran können. Hilfe! Hilfe! Apropos, wir haben deinen Hammer, Mole. Das, was jetzt gleich kommt, die Musik, die jetzt gleich erscheint, das ist eins meiner Lieblingsstücke, muss ich ganz ehrlich sagen. Vergiss den Hammer! Mole, der kommt über Mega Man vor. Was? Bohrt sich in Mega Man. Was ist denn, Mole? Dorthin? Und dann machen wir das hier. Ach, hier holt der Forse mal sein Kuchen. Doch, Napf, ey. Oh, die Bomben hätten wir schon mal. Oh ja, allerdings die beiden. Allerdings kommen wir hier noch nicht so ohne weiteres ran. Probier mal den Stein wegzusprengen. Ja, mal was anderes. Wie klopfe ich den Stein nach unten? Ist der Stein jetzt weg? Okay. Hoch da. So. Das wird gleich schnell einen Bumm machen. Was passiert eigentlich, wenn du dazu nachstehst? Oder ist das eine Sequenz? Passiert nichts, weil das... Den Schalter mit dem Hammer! Weil, das würde er gar nicht nehmen, also... Schade. Ach, der nimmt doch nicht alles! Nein, also ich kann den... Aber Hütten hat er ja genommen! Ich könnte einfach nicht den Schalter von so einer Reichweite aus treffen, das geht nicht. What the fuck? Das hat schon einen Bumm gemacht. Alles klar, Gran? Puh, das war knapp. Ich dachte schon, ich wäre verloren. Danke. Bitte, hast du Tubby irgendwo gesehen? Ja, als ich sie sah, war sie unterwegs zur Kuyara Ranch. Zur Kuyara Ranch? Genau. Man kann mit der Bahn fahren. Ich wollte sie aufhalten, wegen dem Schweinezauber. Dort lastet auch ein... Hoffentlich Scheiße. Ist sie nicht in Gefahr. Was... Was sage ich da? Ihr geht's gut. Hoffentlich. Der Berg selbst ist gefährlich, aber mit der Bahn fährt man sicher. Oh nein, ich hab die Schienen vergessen. Oh. Zur Info, wenn man mal kurz hinter ihm guckt, sieht man sie eigentlich schon, aber nur, ja, scheiß drauf. Ja! Oh oh, Tombi. Gran hat die Schienen für die Bahn verloren. Nicht so hinterher. Gib es ihm. Gib es ihm hart.
Wie groß ist Tombi 2 eigentlich? Was meinst du? Was meinst du mit groß? Vom Spielverlauf her? Sehr groß. Und ja, interessant ist es auf jeden Fall, Spaß. Es macht auch übelst viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Serax, erinnerst du dich an The Life Astran Video? An was für ein Video? An The Life of Cold Astra, das Video. Life of the Cold Astra. Dieses Tagging-Video. Ja. Er hat von Tombi erzählt. Tombi? Ja. Lol. Ja. Aber von Teil 1 hat er doch erzählt. Auf jeden Fall kennt er das Spiel, Tombi. Vielleicht könnte er, wenn er den Körper hat, Tombi 1 ja mal let's playen. Sehr, das hat er doch schon lange nicht mehr, das Spiel. Hat er das nicht mehr? Mal. Nee, glaube ich nicht. Maki, ich habe bisher nur ein Spiel verschenkt. Sei denn nie wieder. Auf nach oben! Tschüss. Nee, ich habe das nicht gesehen in seiner Sache. Das heißt, er kennt es. Er kennt es, ja. Aber auf was vielleicht bei Freunden gespielt, aber was kennt? Und noch hat, ist eine andere Frage. Das heißt, er hat es mal besessen. Er kennt es nur, Zerax. Ja, aber dass er es noch hat, das heißt, er hatte es mal. Oder hat das nie gehabt? Autsch! Wie blöd! Ich habe mich im Bergbett verletzt und kann nicht mehr laufen. Mein Sohn hat schon etwas gehört, das Verletzungen schnell heilt. Er sucht danach. Aber er ist ich schon... Ich glaube, auf die wurde zu viel abgefahren. Aber er ist schon lange fort. Derex, das habe ich jetzt einfach mal gehört. Ich weiß. Was denn? Deswegen ist sie denn sonst verletzt? Sie wurde einfach zum Grund. Wenn ihr meinen Sohn seht, schickt ihn bitte heim. Ich mache mir Sorgen. Aber das war nicht der Ort, wo ich eigentlich hin wollte. Alte Rot zum Krüppel. La 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 la. La la la! Alle halbnackten Männer sind einmal über ihr drüber! La la! Was ist denn das Haus, was ich suche? Ja, da haben wir es doch! Da ist es! Ich will nur noch die Stange hin. Das blöde Mistvieh fehlt, ich glaub's nicht. Toll, da will man mal was zeigen und kann's nicht, weil dieser scheiß Drecksack fehlt. Was willst du denn genau zeigen? In dem Haus, wo ich jetzt eben gewesen bin, wäre eigentlich Charles gewesen. Der scheiß... Der scheiß Affe ist da irgendwie nicht in der Nähe, ich weiß nicht warum. Was den Part doch wirklich abrufen würde, diese Episode wäre so richtig geiler Affen-Tippi. Grant, das hast du unterwegs verloren. Zum Glück. Die habe ich überall gesucht. Jetzt kann ich anfangen. Oh, du hast es ihm fett gegeben.
Das war's. Tabi müsste jetzt gleich kommen. Interessant. Ja, ich habe übrigens eine Sache auch vergessen zu erwähnen. Man darf in dem Spiel, oder beziehungsweise hier in dem Level, nicht stehen bleiben. Und dann wird man zum Eisklumpen. Mach mal. Der macht Schaden. Der speichere ich ab. Ja, dann speichert du das ab und demonstriere uns das Kunststückchen. Ich möchte ja. Eier und Eis sehen. Erst noch das kurz und dann geht's los. Hi, euch habe ich noch nie gesehen. Dies ist die Koyara Ranch, oder sie war es mal. Wegen den bösen Schweinen ist es jetzt nur noch kalt. Deshalb wohne ich im Koyara-Schuppen auf dem Gipfel. Wenn ihr nur rumsteht, erfriert ihr noch. Wie? Ich erfriere und du nicht? Sieh mal! Oh, sexy! Ein Aufguss. Das sind Flugeichhörnchenkleider aus dem Fell der Koyaras von der Ranch. Schön warm. Oh, aber es sind meine Liebsten. Die gebe ich dir nicht. Aber kannst du mir sagen, wo es zum Gipfel geht, Ima? Kennt ihr den Feuerhammer? Feuerhammer? Tombi hat einen normalen Hammer. Ein normaler reicht nicht. Koma kann euch mehr dazu sagen. Sie müsste in der Nähe des großen Eisklumpens sein, den ihr erklimmen. Seid vorsichtig, der Schnee ist rutschig. Ja, zu schnell. Ohne Punkt und Komma wird das nicht. Flugeichelhörnchen. Lord. Das meinte ich mit. Man wird zu einem Eiszapfen. Ja, aber wenn du jetzt stehen bleibst, verlierst du dann noch weiter Gesundheit? Wenn ich weiter... Wenn ich schon zu einem Eisklotz bin, und trotzdem stehen bleibe, passiert nichts. Aber wenn ich mich natürlich befreie, dann schon. Das ist interessant. Das sah aus wie Shiki aus von mir. Das war ein Schwein. Ein Schwein mit einer Haare. Nein! Ende. Das nehme ich jetzt. Das ist auch unfair gerade. Schon ganz unten. Das ist schlecht. Was? Oh, sorry. Ich stimmt was nicht? Du wirkst besorgt. Oh, du hast es wohl gehört. Ja, es ist echt peinlich. Ich habe wohl meinen großen Sack hier irgendwo von deinem. Ich brauche ihn unbedingt ohne. Bester NPC. Ein großer Sack? Keine Sorge, Tombi, wir gehen ihn suchen. Versuch doch mal, sie zu öffnen. Mir wird kalt, ich muss weiter. Ja, das wird damit habe ich jetzt auch meine Flugeichhörnchenkleider. Jetzt ist ja auch nicht mehr kalt. So ist es. Force hat einen kleinen Sack. Nein. hättest du den nicht von der anderen Seite auch machen können? Nee, ich glaube nicht. Lol, unlogisch. Hey, das sagt ich voll am Sprung. Du hast ihn gefunden. Oho, da war er also. Danke. Er hat mich gerettet. Ihr habt mich gerettet. Für den großen Sack. Bitte. Endlich kann's losgehen. Oh wei, ganz gefroren. Da.
Das hilft mir echt. Danke. Oh, das ist für euch. Es ist ein Feuerhammer. Wie ihr seht, ist es ein Hammer mit Macht. Oh ja, du hast jetzt ein Teil in der Hand. Wenn ihr diesen Kamin hochklettert und die Leiter nehmt, müsste da ein großer Eisblock sein. Daran könnt ihr den Hammer testen. Aber Vorsicht, es könnte ein großes Eisschwein drin sein. Ich muss los. Ja, was der für Augen. Vielleicht bis bald. Du hast gute Augen, Kleiner. Ciao. Er ist einfach weggeflogen. Wer mag er sein? Wer mag er sein? Ich glaube, das wird hier jetzt auch das letzte sein. Dann war's das. Oh, lol. Was ist denn los? Brauchst du was? Wie funktioniert der Lift? Na, sie selbst! Scheint keinen Saft zu haben. Oh nein, ich hab wieder Küken. Ja, der Lift wird von Kujaras betrieben, aber sie sind oh schon länger schlapp. So kann der Lift nicht laufen. Der Bärtige. Der bärtige Schlawiner. Wenn man sie mit einem Bergpfirsich aus dem Schnee füttert, erholen sie sich vielleicht. Ein Arschpfirsich. Was war das für ein NPC? Oh, es klappt. Danke. Jetzt wird die Gondel zwischen Gipfel und Wald endlich fertiggestellt. Sag jetzt nicht die weibliche Form. Ach, das wir haben Patty und Bunny getroffen. Wenn du hoch willst, solltest du Flugeichhörnchenkleider tragen. Ich kann nicht mehr, der war gut. Bei der kriegst du definitiv ein Hoch. Das ist er und keine sie. Oh mein Gott. Das ist ein R, oh je, eine Tranze, eine fette Tranze. Oh! Okay, diese Sache könnt ihr noch machen und dann war es aber auch wirklich. Der Weihnachtsmann ist nackt. So sieht man. Also das ist der andere. Das ist keinen. Keinen? Was ist passiert? Was machen Sie hier? Tja, für müde Reisende sind Bäder toll. Mir fehlt nur das heiße Wasser. Erinnert ihr euch noch, wie ich sagte, gut, dass ich das heiße Wasser gerade habe? Piesel mal rein, das ist auch warm. Hei, ja, hei. Moment, ich brauche heißes Wasser, aber kipp es nicht auf mich. Nimm den Wasserkocher. Okay, rein damit. Sonst erfriere ich noch. Ah, schön heiß. Oh, fast hätte ich mich aber erkältet. Keinen sieht so erholt aus, Tommy. Jetzt hast du den alten Kerl ganz feucht gemacht. Ich bin gleich fertig. Versucht es doch auch mal. Was hat eigentlich diese Blume was zu bedeuten? Entspannt. Die Blumen sind dafür da, das müsstet ihr eigentlich schon mal gesehen haben, wo ich eine Pflanze begossen habe. Blumen geben ab und zu Zauberfedern oder auch andere Gegenstände, wenn man sie im Sinne mit Wasser bespritzt. Ein Zauberdildo. Hm.
Da kannst du ein bisschen an der Palme schütteln. Bis dann. Vielleicht sehen wir uns wieder. Ja, nur leider nicht mehr in diesem Part. Dafür ist es schon zu spät. Ja. Du hast den Kerl ganz nass gemacht. Das Bad, das kann ich auch noch kurz erklären, ist dafür da, dass die, wenn man jetzt zum Beispiel wenig Energie hat, sagen wir jetzt mal drei Balken oder so, oder nur noch einen einzigen Balken hätte. Warte, lass mich raten. Alter Männerurin heilt dich komplett. Alter Männerurin, ey, du bist auch so ein Urin, ey. Aber ja, das Wasser heilt mich komplett voll. Vielleicht hat der Alte reingebiet und das hat eine heilende Wirkung. LOL. Ja, ich denke, Schmacki, du kannst dann so langsam, denke ich mal, dein Resümee zu dem... LOL, das Spiel abgeben, wollte ich sagen, bevor ich das Ding gerade fast getroffen hätte. Es hat schon gut, nur mal spielen. Ja. Und diese Anspielungen. Das erste hat auch sehr viele Anspielungen so nebenbei. Das muss auch ein Top oder Flop. Am besten gleich das nächste Mal. Fangen wir mal mit dem Grafischen. So, mal meinen Kalkulator. Das ist schon so eine 1 für PSX-Verhältnisse, die Grafik. Ah, ne, 1- würde ich sagen. Okay. Weil ich nicht ganz zufrieden bin mit der, wie der modelliert ist. Aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Vorhaus? Ich bin definitiv für eine glatte 1. Dann machen wir eine 1 draus. Steuerung. Vorhaus? Das muss Vorhaus sein. Steuerung ist an sich sehr, sehr gut gehalten, also ich habe keine Probleme. Das einzige, wo ich wirklich Probleme hatte, das war halt, wo ich diese fliegende Hose hatte. Sonst hast du das Problem. Fliegende Hose. Die kommt bestimmt von den ganzen... Aber jetzt mal im Ernst, also die Steuerung ist auf jeden Fall sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Eine 1 bis 2. Ich würde schon definitiv sagen, locker eine 1. Aber du hast ja gesagt, du hast Probleme damit gehabt. Ja, das war aber nur bei der fliegenden Hose, weil ich sie anhatte. Die fliegende Hose fliegt dir weg. Und was ich besonders gut an dem Spiel finde, ist halt, sind halt diese Flugeichhörnchenkleider. Die machen das Spiel noch einiges interessanter. Hey, wir haben es gerade von der Steuerung, nicht vom Gameplay. Ich weiß. Also eine 1. Definitiv, ja. Okay. Die Musik. Die Musik ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Es gibt zwar, so ich sag jetzt mal, ein bis zwei Stücke, die, wenn man sie, ich hasse diese Taste, wenn man sie zu lange hört, würde ich jetzt mal sagen, könnte sie irgendwann so ein bisschen auf die Nerven gehen. Aber wenn ich jetzt so von der Bewertung geben würde, würde ich sagen 1 bis 2. Okay, plus 1,5. Gameplay. Also das, was ich gesehen habe, das ist ganz interessant. Man muss dazu sagen, entschuldige, wenn ich dich da kurz unterbreche, Serax. Man muss dazu sagen, es ist gerade mal nur eine Eisspitze sozusagen von dem Ganzen. Eine kleine Pimmelspitze davon. Okay. Wenn du wüsstest, was hier noch alles im Spiel noch alles vorkommt, beziehungsweise was man hier noch alles bekommen kann, etc. Es ist definitiv ein Leckerchen. Und was meinst du dann so von der Bewertung her? Ich meine, du wüsstest es am besten. So, wenn ich jetzt... Wenn wir jetzt wirklich nur vom Gameplay ausgehen, dann würde ich definitiv auch sagen... Ja, 1. Definitiv. Okay, Schmacki? Ja, nach dem, was ich gesehen habe,
Autsch. Auch eins? Ja. Den schließe ich nicht auch an. Ich muss jetzt dieses Dann haben wir eine Gesamtpunktzahl von 4,5. Sweet. Und das sind dann 1,12. Also eine glatte 1. Das ist doch gut. LOL. Ich habe schon wieder was gesehen. Ja, ich weiß. Derax, ich weiß. Den Oktopus, oder? Nein. Er hat was anderes gesehen. Ich habe Bunny gesehen. Ach da, ja. Das war zwar nicht das, was ich eigentlich... War das das Elchgeweih? Das war zwar jetzt nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Ich habe ein Zahnrad. Was ist das? Im Wald hinter der Ranch gibt es komische Früchte, von denen man lachen oder weinen muss. Ich kenne diesen Wald. Nur dass es nicht mit Früchten war, sondern mit Pilz. Okay. Das gab schon in Tombi 1. Den besuchst du feiner, oder? Den besuchst du noch, oder? Da werde ich nicht mehr zu kommen, Serax. Nee, schade. Ich habe ja gesagt, ich wollte ja einfach. Du brauchst auch eine Weile, bis du zu dem Wald kommst. Naja, eine Weile brauchen, es geht. Das Problem ist, bräuchte jetzt dieses verdammte Zahnrad und ich weiß jetzt nicht, wo das ist. So gut. Ich hab gesehen und hab schon gedacht, bevor es verreckt ist. Sind es Schweine? In Anführungsstrichen, ja. Weshalb nur in Anführungsstrichen? Weil es sind nicht direkt, also es sind zwar Schweine, weil das Grunzen hört man daraus. Ja, aber es sind veränderte Schweine, oder? Ja, es ist ein bisschen schwer zu erklären. Da ist ja der Wichskümmelvogel. Komm her, mein Kleiner. Glück bin ich nicht so bescheuert im Kopf. Sicher nicht? Mit Sicherheit nicht, nee. Wirklich nicht? Nein. Ich dachte immer davor, es wäre bescheuert. Mal kurz gucken. Da schon. Nee, okay, alles klar. Wenn ich schon mal dabei bin. Wenn du jetzt stirbst. Wenn das die Peter sieht. Dann gehen sie an die Decke und hochduchen. Wow, das war unheimlich. Wie bei Win, aber... Fam? Du bist cool drauf. Statische Explosion. Fette. Geschafft! Es Wenn man ihn abkühlt und beißt, verschwindet er. Das ist sogar ganz einfach.
Sagt er und wurde getroffen. Und da sieht Buddy. Früchte, die dich beim Lachen so beeinflussen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis ich da hinkomme. Aber du bist doch schon in dem Wald. Ich bin zwar im Wald, ja, aber der Wald hat mehrere Abschnitte. Und welcher Abschnitt ist das? Das ist gerade der erste. Und in welchen Abschnitt sind die? Die müssen im zweiten... Das war jetzt nicht gut. Abschnitt sein! Der ging ja baden. Ach, da ist das Schwein. Kommst du da jetzt her, du... Kommst du her, du Fickvieh? Ich reiß den Kopf ab. Nein! Und da sieht Maria. Kostet mich eh keine Energie. Von daher ist es mir egal. Du brauchst drei Knospen oder was? Ah, ja. Dass ich mich an der Truhe festkrallen konnte. Ich kriege nur selten Besuch. Okay, ich verrate euch was. Es gibt andere Orte wie diesen, die man nur unsichtbar betreten kann. An einem davon gibt es einen Gegenstand, der Unsichtbare wieder sichtbar macht. Ja, da hat er recht. Es gibt tatsächlich so einen Gegenstand, der das praktisch machen kann. Aber auch eine andere Möglichkeit, das zu schaffen. Natürlich nicht. Eine Runde baden gehen. Damit schaffst du es definitiv. Sie rast aber das im Wald jetzt schon. Was? Sie rast aber das im Wald jetzt schon gesehen. Er will einen ganz bestimmten Teil des Waldes sehen. Ich weiß schon, worauf er hinaus will. Aber wenn das jetzt noch ein ganzes Weilchen dauert... Ich brauche nur eine Knospe. Zur Richtung. Okay. Ich glaube, ich weiß auch, wo der Geist war. Sobald du dort bist, isst du ein trauriges Früchtchen und ein lustiges. Das ist ein Befehl. Na, wie gesagt, ich muss da erstmal zum Geist hinkommen. In deine Fresse, Freundchen. Da holt er sein Zipfel.
Dongling-Glocke. Tommy, das ist die Dongling-Glocke. Man sagt, die Glocke bringt einen dahin zurück, wo man herkommt. Diese Glocke bringt uns bestimmt zum Dongling-Wald zurück. Dong, 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 dong. Damit ist die Aufgabe schon bestanden. Fette. Jetzt bin ich gespannt. Da hast du die Früchte. Esse sie. Da lacht er sich ein ab und jetzt die Traurige. Das war gemein. Fuck. Lass mich da hoch. Sag mal. Verpiss dich aus meiner Reichweite. Danke. Ist jetzt eigentlich traurig? Oh. Was? Ist er jetzt eigentlich traurig? Ja. Woran äußert sich das jetzt? Weil beim Laufen bleibt er ja normalerweise kurz stehen. Wenn er so läuft, wie er jetzt gerade läuft. Ah, dann ist es wie im ersten Teil. Gut, das wollte ich nicht. Dann sind wir jetzt fertig. Weil die andere Frucht, die so gelangweilt aussieht, die neutralisiert jetzt. Stimmt. Das hieß, glaube ich, Walter Tränen, oder? Weiß es noch nicht mehr. Aber definitiv durch. Und diese Frucht hier ist natürlich besonders gut. Denn diese macht alles wieder normal. Drogen sind schlecht, Kinder. Ich denke mal, da habe ich soweit alles gezeigt. Zumindest jetzt von dem, was Serax sehen wollte. Mhm. Ja, dann sind wir fertig. Genau. Ich will speichern. Fick fuck. Oh, bin ich froh. Das war's dann auch so im Prinzip jetzt, was ich zeigen konnte. Ja, ich sagen, das war... Ja? Aber was? War ziemlich interessant. Ja, interessantes Spiel. Und, ja... Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Wie gesagt, das war nur ein kleiner... Das war nur die kleine Eisspitze, wenn man so will. Es gibt noch so viele mehr zu holen. Zum Beispiel ein Runter. Nein, das nicht, wäre du alles sauber. Oh Mann, ey, du sag ich nicht ganz dicht. Wäre doch langweilig, finde ich. Ja, dann würde ich sagen, Wasserschmacki, ne? Tschüss. Tschüss.